Leute, kurz mal eine Warnung. Dieses Video dient zu als Triggerwarnung und ich möchte euch als erstes warnen, dass dieses Spiel nur Leute spielen sollten oder bei mir gucken sollten halt, die so paranormale Sachen aushalten können. Wenn ihr das nicht könnt, dann guckt dieses Video nicht an, weil Mariam wird auch ein paar Fragen stellen, die so paranormal sind, die so komisch sind. Und das Spiel ist allgemein auch komisch. Deswegen werde ich euch lieber empfehlen, dieses Video erst so, wenn ihr so älter seid, wenn ihr so aushalten könnt, dann erst zu gucken oder das zu spielen, weil ich würde euch lieber das da empfehlen. Und wenn ihr halt große Balls habt, dann könnt ihr das, also wenn ihr dazu die Balls habt, dann könnt ihr das auch spielen und ja. Viel Spaß beim Video. Hallo Leute, jetzt kommt mein Video und zwar heute. Das ist jetzt kein Game, sondern das ist so ein Fragen-Game. Das heißt Mariam, The Game. Das ist ein Spiel, der stellt dir so Fragen wie, macht das Licht aus oder so. Aber Leute, nichts für schwache Nerven, spielt das nicht. Vertraut mir, ich habe es mal gespielt, wo ich klein war. Aber ich habe so von solchen Games nicht Angst, deswegen fangen wir mal an. Das ist auf Deutsch, also als jetzt zeigt es ja auf Englisch. Ja. Nur für Spieler ab 12, ja. Hat man ja auch gesehen. Ja. Klick hier. Wie heißt du? Ich mach mal Elite an. Okay. Hab ich doch. Willkommen, ich bin an diesem Ort verloren. Würdest du mir gerne helfen? Ja, okay, helfen wir mal. Elitame, du bist eine wundervolle Person. Mein Haus, es war hier. Aber als die Dunkelheit kam, konnte ich nichts mehr sehen. Was denkst du? Das ist ja auch ein Spiel, wo man so links, rechts gehen kann, aber man sieht es halt nicht. Mariam ist halt diese Mädchen, diese mit weißer Kleidung. Wir gehen mal rechts. Lass es gehen. Ich würde gerne mit dir reden, während wir unterwegs sind. Das Licht ist an. Hast du Angst? Ich werde es tun. Wir sind angekommen. Warte hier ein paar Sekunden. Ist Elite Army dein richtiger Name oder würdest du ihn... Ich will ihn ändern. Mein richtiger Name. Ich habe meine Mutter und mein Vater von dir erzählt. Willst du sie jetzt sehen? Nein. Ich bin kein gruseliges Mädchen, wie sie behaupten. Ich weiß das. Und sehe ich Angst in deinen Augen? Ich fürchte mich nicht. Ich bin nur zu allen freundlich, okay. Ich weiß alles, ich höre es im Radio. Was hast du gehört? Alle Länder leben im Kampf um Geld. Menschenleben ist wichtiger. Warum hast du das Zimmer nicht betreten? Du bist in diesem Raum eingesperrt. Hä, warum? Warum? Du wirst nicht ausgehen, bis ich zurück bin. Der Schlüssel ist bei dir. Schüttel das Handy. Okay.
Schraubenzieher. Ich habe es geschafft. Schüttel das gerade, keine Ahnung warum. Aus Reflex. Schwarze Schlüssel. Ich habe es geschafft. Versteck dich schnell, bevor sie zurückkehrt. In der Garage besser. Sie kommt zurück. Mach keinen Lärm. Mariam, Eltern, ich bin zurück. Täuschung, wo bist du? Ich weiß, dass du in diesem Haus bist. Jemand hat dieses Haus verlassen. Warte, sie ist noch hier. Willst du aus dem Fenster schauen, okay? Mariam geht weg. Wir warten mal. Willst du aus dem Fenster schauen, ja? Ja, dann halt gehen. Was möchtest du tun? Fahr zur Autobahn. Fahr zur Autobahn, ja. Geh zuerst aus der Tür. Öffne die Tür. Warum willst du weglaufen? Du bist sehr beängstigend. Ich liebe dich und wenn du wegläufst, werde ich dich, was sonst. Willst du wieder ins Gefängnis zurückkehren? Ja, es tut mir leid. Bist du hungrig? Ja, okay, sag mal, ich bin hungrig. Ich werde etwas aus der Küche holen. Okay. Was möchtest du tun? Aus dem Haus gehen. Ja, wir gehen mal, Lea. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Komm mit mir. Wohin willst du gehen? Westen, Osten. Wir gehen mal Osten. Wir sind wieder im Wald. Es ist dunkel wegen der vielen Bäume. Lass uns ein bisschen reden. Denkst du, dass es Geister gibt? Nein. So, ich glaube an ihre Existenz, ok. Und fühle sie immer. Guck mal, Leute, ich bin ein sehr religiöses Mensch, ne? Überall, wohin wir gehen. Ich glaube nicht so an Geister oder so. Ich glaube nur, ich weiß so, sorry, wenn ich das sage, 3 Buchstaben existieren wirklich. Hast du Angst? Ich glaube das nicht. Nun, Angst ist nur für Feiglinge. Alle Geister lieben schwachen Menschen. Sie können schwache Menschen leicht fangen. Möchtest du diese Unterhaltung ändern? Sei besser. Kannst dir den Geist vorstellen? Unter dem Bett? In Raumecken oder hinter der Vorhang? Wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Okay. Vor allem, Leute, ich mache das Bildschirm nicht so dunkel. Du bist in ein Loch gefallen. In ein großes Loch gefallen. Kann ich dir helfen? Ich sehe ein starkes Seil und eine alte Leiter. Dickes Seil, Bruder. Schnapp dir das Seil und kletter heraus. Halte das Seil. Ich
Ich habe dich ausgetrickst. Ich habe das Seil losgelassen und du bist gestürzt. Nimm die Leiter und steig heraus, steig hinauf. Das ist Staub auf deine Kleidung. Wisch den Staub ab. Hast du dir beim Sturz wehgetan? Nein, Bruder, ein bisschen, habe ich, sage ich mal. Pass in der nächsten Zeit auf. Was für? Du hast mich betrogen, aber. Liebst du Sitchin Fiction? Kenn ich nicht mal. Wusstest du, dass die Erderwärmung die Erde wegen der höheren Temperaturen? Okay, ich mach mal sehr gefährlich. Was machst du, wenn das Ende der Welt kommt? Versuchen zu überleben. Versuchen zu überleben. Menschen sind auf der Erde gefangen. Es gibt keine Möglichkeit, draußen zu leben. Hast du Angst? Du bist böse. Das ist nur ein Witz. Unser Planet wird noch lange überleben. Hörst du den Ton? Der Klang von wilden Hunden. Ich habe die Pistole meines Vaters genommen. Okay. Du kannst sie nur benutzen, indem du das Telefon schüttelst. Ich weiß. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Das ist ein wildes Tier hinter uns. Sieht aus wie so eine Katze. Du hast es getötet. Der Dschungel ist gefährlich. Hinter mir ein wildes Tier, töte es durch Schütteln des Handys. Des Telefons. Ich bin sehr stolz auf dich. Soll ich dir von meinem Vater erzählen? Nein. Warum mein Vater eine eigene Persönlichkeit ist? Okay, mein Vater raucht zu viel. Jetzt hat er sehr viele Probleme. Bist du auch Raucher? Nein, ich rauche nicht. Ich werde auch nicht. Ich weiß, dass viele Leute nicht aufhören zu rauchen. Ich möchte mich ausruhen. Ich bin müde. Okay, es gibt einen schönen Palast. Hast du Angst? Nein. Gut, lass uns in den Palast reingehen. Ich will lade was siehst du? What the f... Bruder, diese Werbung hat mich erschrocken, ich schwör. Was siehst du unter unseren Füßen? Geist, Spielzeug. Spielzeug. Was siehst du... Oh, da hat Geist. Ich habe es so sehr geliebt. Okay. Lass es die Treppen hochgehen, okay? Mariam, sieh, was ich gefunden habe. Was? Ich habe Angst, komm schon. Bismillah, der ist es. Er ist eine traurige Person. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Lass ihn in Ruhe. Warum willst du das? Ich weiß es nicht. Erzähl ihm irgendwas. Hallo. Person, warum bist du in diesen Palast gekommen? Ich weiß nicht. Es ist der Hexenpalast. Sie hat mich hier eingesperrt. Sie ist furchteinflößend. Was?
sie wird zurückkommen und sie wird dich einspüren. Lass uns gehen. Werbungen. Sie wird zurückkommen. Lass uns kurz. So, ich habe jetzt Internet ausgemacht. Lass uns gehen. Sie wird zurückkommen und sie wird dich einsperren. Wo willst du hin? Dich schnell mit mal. So, wir sind wieder da. Wo willst du dich schnell mit Mariam verstecken? Unter den Tisch. Sei still. Eine Stimme ist sehr nah. Jemand öffnet die Tür. Warum weint die Hexe? Wer ist da neben dir? Sieh die Hexenhand. Oh Mist, die Puppe klingt. Hexe, wer ist hier? Wer bist du? Bleib ruhig. Ich habe dich gefangen. Nein. Ich werde dich hier einsperren. Warum? Auf Wiedersehen. Lass uns rausgehen. Warum? Was sollen wir tun? Brechen Sie die Tür. Brechen Sie das Fenster. Das Fenster. Wir können nicht raus. Hilf uns. Brich das Schloss auf, indem du das Telefon schüttelst. Ich würde das nicht schütteln, Bruder. Guck auf, wenn ich nicht schüttel. Mariam, du bist so stark. Vielen Dank. Schnell raus hier, okay. Ich habe große Angst vor der Hexe. Ok. Was denkst du, wird die Hexe tun? Töte uns. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist egal, lass schnell weglaufen. Hast du kalte Füße? Ja, nein, eigentlich nicht. Es ist ein nasser Ton. Glaubt, das Spiel hat kein Ende. Ich weiß es nicht, Leute. Ich lasse es bis jetzt so. Wartet kurz. Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sagt ihr etwas, um mich zu haben. Dafür könnt ihr mich unterstützen. Ihr könnt das Spiel, wenn ihr möchtet. Aber erst, das ist ab 12. Ihr habt es auch im Spiel gesehen. Das ist ab 12. Erst wenn ihr 12 Jahre alt seid, dann spielt ihr das. Bitte, spielt es erst nur, wenn ihr so, wie soll ich sagen, komische Sachen aushalten könnt. Also so paranormale Sachen. Ich kann es zum Glück aushalten, also ich kann damit umgehen. So, aber weil das Spiel zu lange dauert, will ich jetzt, ich habe gar keinen Bock mehr langsam. Voll langweilig ist das Spiel. Aber wenn ihr es möchtet, könnt ihr spielen. Erst ab 12, Leute, ich warne euch. Erst ab 12 oder erst, wo ihr es so verstehen könnt, dann wäre es auch sehr gut. So. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesagt etwas unnütz, aber dafür könnt ihr mich unterstützen. Schaut meine andere Videos her. Wenn ihr Menschen versucht, lasst ein Like. Aktivier die Glocke. Klick auf die Glocke. Like da, abonniert mich und ja, ciao.